Ja, moin Leute, XBK Nuke ist wieder back am Start und ja, herzlich willkommen. Wir werden heute einen CW kommentieren. Herzlich willkommen! Ein Live CW. Und ja, es geht darum, Sunrise gegen Dark Soldier. Die Soldier haben die Map Slums ausgewählt und Sunrise hat die Map Yemen ausgewählt. Also zwei Maps nach den PSL-Regeln und. So, dann starten wir mal das CW. Ich bin mir gerade mal so sicher, das heißt, dass da den CW, aber auch egal. Ist mir egal, du Penisfisch. Du Penisfisch, ich bin seriös. Deswegen sage ich ja, nur. Ja, auf jeden Fall eine Ehre von Sunrise, dass er hier uns die Möglichkeit gibt. Ich bin schon drin. Hier den das CW zu kommentieren. Bist du auch schon drin? Ja. Gut. Dann geht's direkt los, meine Freunde, mit am Start sind natürlich Sunrise, Smoke King, der Boss, Destroyer, IR, meine Freunde. iPhoenix ist auch am Start. Motion, Remain und Vaser vom Sunrise Clan, alle Best Bros von dem Nuke. So, natürlich haben wir auf der anderen Seite auch den Dark Souls Clan, der von FK Tommy 88 Flow Melly 1989, meine Freunde, sein Datum, also ihr wisst, wie alt er ist, schreibt in die Kommentare, wie ihr rechnen könnt, ihr behinderten Fotzen. Lenz Hardwood ist da auch 1, 2, 3, natürlich muss man auch dazu sagen, Lisa, Lametta, weiß nicht, ob es ein Mädchen ist, aber Nussgeist und Skrillon. Ja. So. Destroyer plantet gerade die Bombe bei B. Und ja, siehst du, musst halt immer. Achso, ich muss es ja machen. Du kommentierst einfach nur. Ganz genau. Ja, es leben noch drei Leute vom Sunrise Clan. Schreib auf die Karte oben, drück auf Viereck. Was? Wenn du auf Viereck drückst, siehst du die Karte so, als ob es orbital aktiv, aktiv ist. Voll übertrieben. Kommen wir auf unseren Channel oder auf ihren? Auf meinem und auf ihrem. Okay. Digga, ich sehe die Karte nicht, oder ich kann die. Drück mal Viereck. Siehst du's? Ja, so, aber Leute. Ich sehe rechts unten die Karte nicht. Rechts unten? Bist du dumm? So wie es auf dem Bild sein muss. Ja, ich will auch nicht. Ja, dann drück mal bitte R2 wieder. Drück mal wieder R2. Guck, wie groß das ist. Ja, aber. Und jetzt drück mal Viereck. Geil aus, ne? Und ja, wir müssen hier kommentieren, du Spaß, Alter. Digga, chill, Mann. Wir müssen uns hier erstmal hier einfinden. Also mein Freund, der Suchen- und Zerstören-Modus ist momentan aktiv. Runde 2 ist am Start. Ja, ist die erste Runde ging an den Sunrise Clan. Und ja, vielleicht können die Dark Soldiers noch aufholen, jedoch sieht es momentan so aus, dass gerade die die B-Bombe wurde gerade geplantet vom Dark Soldiers Clan. Und ja, es sieht so aus, als ob der, sollte man auch schalten, das war schon, Sunrise Tom war gerade dabei, die Bombe zu entschärfen, jedoch war das nicht vonnöten, da Sunrise Vaser es selbst in die Hand genommen hat und diese Runde zu Ende gebracht hat, erfolgreich. Ein Punkt für euch, meine Freunde. Sehe ich ganz genauso. Wie siehst du das? Ja, ich habe hier gerade noch was eingestellt. Alles klar, Digga. So, ich suche gerade Nussgeist. Spielt bitte M27, der Claimer und der Rauchgranate. Oder auch Splend, weil ich weiß ja nicht, die PL-Regeln. Aber, ganz dienster Vorschrift, hier läuft alles gediegen. Hier erstmal von dem Nussgeist eine Claymore gesetzt. Hier der Double von Destroyer, nice, Digga. Die habt direkt den Flo Melly weggeholt und den Lisa Lamette. Die Lisa Lamette wollen wir mal ganz gediegen chibisig bleiben, würde ich mal ganz stark behaupten. Hier wurde wieder Nussgeist geblendet. Nussgeist momentan mein Favorite, würde ich ganz stark behaupten. Ja. Gerade hier der Double wieder von Skrillunnet. Oh, Dark Soldiers. Boah. Da hast du jetzt. Destroy macht hier gerade Wallbang. Oder versucht hier gerade ein Wallbang zu machen. Oder hat gerade ein Wallbang versucht zu machen. Also auf jeden Fall hier beim Dark Shoulders Clan sind noch zwei am Leben. Eine Freude wird kritischer Hase momentan. Kritisch. Noch jetzt wurde einer ausgeschaltet. Jetzt wurde von Lenz Hardwood 1, 2, 3. Hat es nice gemacht.
ganz ehrlich, muss man ja sagen. So, Sunrise Destroyer läuft, glaube ich, von hinten an, um einen Angriff von hinten zu starten. Es sieht sehr kritisch aus, doch ich glaube, er macht das ganz schwiesig. Mhm. Wechseln wir zu mal iPhoenix. Was macht der denn? Und er stirbt gerade. Oh, shit, Nigga. Von dem Screen. So, jetzt spielt es 2 gegen 2. Jetzt kommt er Part auf Part. Hart auf Hart, mein Freund. Einer ist noch vom Dark Shoulders Clan da. Ob es Grillunex macht, werde ich jetzt gucken. Was tut er eigentlich gerade? Ich bin beim Vazor. Grillunex chillt hinten in der Ecke. Bisschen bei der Bombe, bisschen chillen, meine Freunde. Wartet hier auf ein paar Leute, die hier ein bisschen chibisig vorbeilaufen. Jetzt kommt der andere und deckt ihn ab, damit der Destroy die Bombe legen kann. So gehört sich's beim CW. Immer absprechen, Jungs. So, ganz wichtig. Destroyer liegt immer noch in der Ecke. Also ich meine hier Dingens, wie heißt er? Der Skrillonex. Gucken wir mal an, was der gerade so macht. Ganz schön chibisig hier. So. Oh, jetzt ist 1-1, jetzt ist 1-1. Oh, und, oh, oh, 3-0 für Sunrise-Clan. Vazor macht wieder den Unterschied, meine Freunde. Also hey, Vazor, ja? Ich muss sagen, der Vazor, der geht ganz schön ab, du. Momentan geht er ganz schön ab, du, Alter. Ich würde sagen, der geht ab wie, wie nennt man das hier, Zäpfchen, wie Zäpfchen. Läuft auf jeden Fall so. Hier kriegt man die Ansicht gemacht als Orbitalsatellit. Hier die Bombe geholt durch manchmal gucken, wie chibisig das hier alles ist. Von Destroyer, wie gesagt, mein Favorit am Anfang. Mal gucken, ob es auch so bleiben wird. Hier wird er angehittet und Nutzgeist macht hier den Granatenabschuss gegen den Vazor, der eben die vorherigen 2 Spiele für sich entscheiden konnte. Wir sind kritischer Hase, direkt wieder von dem Dark Shoulders kann noch einer weggeholt mit der Claymore. Also jetzt sind schon 2 vom Sunrise Clan ausgeschaltet. Hier geblendet wird hier der Destroyer mit der Flash Nade, also hier ist er direkt gestunt. Digga, du musst nur auf Sunrise bleiben, ne? Du darfst nicht zu den Gegnern rüberblenden. Wir müssen das kommentieren, von Sunrise Perspektive. Okay. Und du musst mir immer sagen, wen du gerade kommentierst, damit ich hier rüber switchen kann. Okay. Damit die das sehen. Ah, Digga, du bist ganz schön chibisig drauf. Also Destroyer, wie mein Favorit, mit der Bombe plantet gerade diese Bombe. Hier ganz seht ihr es gerade. Und so. Er hat sie geplantet. Also, seht ihr schon links oben, sprengt das geplantet, also geplant oder wie auch immer. Und so, hier mit dem Headdash, oh. Der Destroyer macht das Ding. Ich dachte, mein Favorit hat die Runde für sich entschieden und auch das erste Spiel. So, ich weiß nicht, ob man auch defensiv oder und Angriff wechselt, bin ich mir gar nicht sicher. Ja. Na, machen wir es. Ja. Hab ja auch schon den ein oder anderen CW hinter mir. Ganz chibisig. So, jetzt sind die auf der defensiven Seite. Hier wird der den Nutzgeist direkt im Visier. Gucken wir, ja, ob er. Digga, wir müssen zu Sunrise immer. Ach, immer. Oh. So, den Destroyer wieder hier. Ja, gehen wir mal zu iPhoenix. Mhm, guck mal, was er da so macht. Also, ja, der iPhoenix chillt mal ein bisschen so. Hier gerade. Passt hinten auf, dass von hinten keiner kommt. Mit dem M8A1. Oh, da war der erste, und er hat ihn geholt, den Lametta. Dann gehen wir mal zu Smoking. Er hat die Waffe aufgehoben, wenn ich gerade richtig gesehen habe. Smoking King liegt in der Ecke und ist tot, würde ich mal ganz behaupten. Digga, er ist tot, weißt du, ne? Smoking tot. Smoke? Ja. Achso. Dann wechseln wir halt zu Remain. Zu Vazor, Digga, Vazor ist interessanter. Okay, Vazor. Er deckt hier von hinten ab, dass von hinten wieder keiner kommt. So, jetzt rusht er durch mit der. Oh! Er wollte die Leiche abschießen. Und da. Ganz gemacht! Durchweiser! Wieder alte GDD Remain dieses Mal. Junge, ganz, ich muss sagen, der ist ein richtiges Biest, Alter. Ja, Mann. Nee, das, oh. Das war nicht der Razor, ja, weiß, das war der Remain. Hab ich ja gerade gesagt. Immer gleich zu Sunrise hoch, ne? Ja, ich bin immer automatisch bei den anderen. Ja, ich auch. So, Destroyer, unser Favorit. Mit bisher. Der Bombe. Ne Blendgranate rüber. Dann Flash, noch eine Granate. Und hier. Der Rusher. Und. Destroyer, und der Deezer wieder weggeholt. Ganz gediegen weggeholt. Und den nächsten weggeholt. Ein Headshot verpasst. Gehen wir mal zu. Ja, ne, iPhoenix ist der Leader. Okay. Dann gehen wir mal zu iPhoenix rüber. Okay. Der ist noch im Leben. Da wurde ihm der Kick geklaut. Und?
Oh mein Gott, okay. Okay, was geht denn da ab? Da sehe ich gerade einen. Jetzt gehen wir zu Vaser. Die Flash Nade reingeworfen. Oh. Oh, Vaser. Er ist tot. Jetzt ist nur noch Destroyer und Vaser im Spiel. Ja, wo soll man hingehen? Ich bin gerade bei Destroyer. Geht zu Destroyer. Destroyer. Vaser hat gerade einen Kill gemacht. Wechseln wir zu ihm schnell rüber. Was macht denn er? Ah, er hackt jetzt hier hinter dem Auto. Ganz gediegen. Ganz chibisig. Deckt seinen Teamkameraden und. Und Vaser mit dem Last Kill. Schon wieder. Was ist bei dem, Alter? Was geht bei dem los? Was geht los da rein? Weil der hat bestimmt so ein bisschen Energy Drink getrunken. Ich würde mal sagen, 100er Prezi. Also sagen, das V in deinem Namen steht für Energy. kennst du das von Master Scorpion? Mhm. Ihr wisst heute, es in meinem Namen steht für Abwechslung. So, wie immer bei Destroyer starten wir. Er wirft dir immer eine Blendgranate und dann eine Granate rüber. Dann schaut er da. Er wurde gerade geblendet. Dann schaut er da rein. Hat gerade einen Ersatz bekommen. Dann gehen wir runter zu iPhoenix. Schauen wir mal, was der so macht. Gucken wir den mal an. Ganz schiebisig hier. Ja, er campt in der Ecke, wie es sich gehört beim CW. Respekt, mein Freund. Respekt. Der verarscht ihn nicht so. So, dann gehen wir mal runter zu Motion. Motion. Oh, Destroyer, gehen wir ganz schnell zu Destroyer, hat gerade einen Kill gemacht. Oh, Destroyer wieder Beast am Peniskopf. Smoke hat auch gerade einen Kill gemacht. Smoke will gerade einen Wallbang machen, versucht er einen Wallbang. Da ist der Claymore, habt ihr es gerade gesehen, bei Smoke. Unten. Phoenix kommt von hinten. Schaut, ob im Spawn noch einer ist und er hat. Oh, Phoenix, Alter, nice. Immer auf der 1 am Stessel. Stessel ist ja nicht mehr unser Wort, aber ich neige immer noch dazu, Stessel zu sagen. Naja. Mhm. So, ich würde sagen, noch eine Runde, dann haben die die erste Runde gewonnen, ne? Ja. Also die erste Map. Und man muss dazu sagen, das ist nicht ihre Map, sondern das ist die Map von Soldier. 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 Mhm. Und wir haben noch nicht mal einen Punkt. Mhm. Also der Destroy wirft eine Blendgranate, dann wie immer eine Handgranate und er deckt seinen Teamkameraden hier gerade ab. Und gehen wir mal zu Smoke rüber. Er spielt hier mit der AN94. AN Schwitzer 90. Digga, ich will mal nachher mit dir gegen einen 1v1 machen gegen dich. Mhm. Aber okay. Jetzt nicht, wir kommen in Team. Oh, und 8-0. Ich würde sagen, das erste CW haben die Sunrise gewonnen. Applaus, ja, bitte. Applaus. Ein No-Scope. Ganz chibisig. In den Anus. Und ja. Das war das erste CW. Also die erste Map. Jetzt wechseln die natürlich das Team. Ist ja natürlich klar, wie es sich gehört. Und ja, Sief, du bist auch noch da. Jo, mein Ho, ich bin da. Hörst du mich? Mhm. Und ja, jetzt kommt die Map von Sunrise dran. Genau. Also das CW wird auf 2-2. Warum nochmal Slums? Achso, jetzt die haben nur die Seiten gewechselt. Achso, also wird es doch länger dauern. Mhm. Okay. Also, was ich gerade sagen wollte, das CW wird auf 2 Channels kommen. Zum einen auf meinem Channel. Und auf meinem? Nein, nicht auf deinem. Da ich das gerade hier aufnehme. Mhm. Und zum anderen auf dem Sunrise Clan Channel. Der Link ist dann unten in der Videobeschreibung. Genau wie deiner. Und meiner vielleicht auch noch. Deinen verlinke ich immer. Ich auch deinen immer. Weil ich dich liebe.
fangen wir wieder mit Destroyed an. Oder bleiben wir mal ein ganzes Spiel auf Vazor. Baser. Und dann gehen wir beim nächsten Spiel auf Smoke. Das ganze Spiel, weißt, immer so weiter. Ja. Also, was macht der Baser? Er glitscht hier. Oh, er ist tot. Dann gehen wir mal zum... Nee, Baser. Gehen wir mal zum Smoke. Weil der Baser ist ja tot. Er glitscht da jetzt. Und er hat einen Kill durchs Auto bekommen. Richtig nice. Also ich habe den Gegner gerade nicht gesehen. Hast du ihn gesehen? Chief? Digga. Ja, ja, rede doch. Ja, Digga, ich guck gerade mit an, ich bin übel geflasht von Baser, wie der da so abging, ne? Alter, was war da los? Digga, rede normal, Mann. Ah, okay, tut mir leid. Ich hab grad ein anderes Video geguckt, ganz offen ehrlich hier. Remain platziert hier eine Klammer, damit er seinen Rücken abdeckt. Das ist sehr gut von ihm, geschlaut, sehr geschlaut. Da hier alle, Digga, sehr geschlaut jetzt sind. Bleib mal ernst. Ich bin ernst. Ich muss die ganzen Schnitte rausschneiden. Das weißt du schon. Wieso musst du das rausschneiden? Ja, denkst du, ich lade sowas hoch, behindertes hoch oder was? Das war witzig. Nächstes Mal mache ich es alleine. Weil du einfach... Warum lädt er nach? Also, ich kenne das auch, ey. Er hat gerade ein paar Schüsse abgegeben und dann hat er nachgeladen. Das mache ich auch immer. Das ist ein Fehler von ihm. Und versucht er jetzt hier... Da hat er den ersten weggeholt. Wo ist der zweite? Und ein Jumpshot! Turn on, meine Freunde! Ganz chibisig. Er hat beide weggeholt. Entschärft jetzt die Bombe und dann würde ich sagen 1-0 für Sunrise. Ganz chibisig, würde ich ganz nicht behaupten. Hier der Turn-On des Jahres. So, gehen wir gleich zu... Jetzt spielen wir das... Schauen wir das ganze Spiel Smoke zu. Digga, wenn du willst, kannst du auch alleine kommentieren. Schauen wir das ganze Smoke... Er ist erstmal geblendet. Gestunt, auch gesagt. Ja, Ohren... Ohr... Oh, Alter. Hör mir auf. Bummelt. Ja, Ohren... Der letzte drin. Orientiert sich gerade. Orientiert sich. Digga. Das letzte drin. Okay. Ja, meine Freundin ist gerade eben hier, die lacht mich gerade aus. Versohlt. Digga, das letzte drin, ne? Ja, klar. Digga, gut, wenn das nicht drin ist, ne? Ich sag's dir, ich mach kein Video mehr mit dir. Ein bisschen lustig muss es schon sein. Gut. Also, Jungs, ihr müsst schon wissen, wir kommentieren zum ersten Mal in CW, also nicht, dass ihr jetzt denkt, die haben ja gar keine Erfahrung mit CWs kommentieren und so, also wir machen das auf unsere Art, ein bisschen lustig soll es ja auch sein. Ey, lass mal deine Freundin sprechen ein bisschen, lass mich mal bis auch ein bisschen kommentieren, eine Runde. Was? Lass deine Freundin mal eine Runde kommentieren. Die will nicht. Frag mal. Schatz. Willst du eine Runde kommentieren? Nein. Oh Mann. Du weißt nicht, du schaust das Spiel zu und sagst, was der da macht. Du musst näher kommen. Du musst näher kommen. Sie will es nicht, hast du gehört? Hier rein. Genau. Komm her, setz dich hin. Du musst zu mir reden. Hier. Ich will aber nicht. Ah, mein Arsch. Was macht der denn gerade da? Hast du deinen Arsch gefasst? Ich will zielen. Hast du gerade deine Freundin deinen Arsch gefasst? Sief, ich rede nicht mit dir. Okay. Oh, Kacknoob. Was? Kacknoob. Sag's nochmal bitte für Zuschauer. Kacknoob. Ja, jetzt kannst du wieder gehen. Nein, lass sie. Aua. Lass sie. Digga.
Hast deine Freundin gerade eben an den Arsch gepackt? Nein, also wir kommentieren jetzt weiter. Okay, lass dich mitkommentieren. Nein, die will nicht. Okay. Hör jetzt auf. Und konzentrier dich aufs CB. Immer konzentriert. Remain holt dir den weg. Ganz okay. Easy beasy. Easy schibisig. Jetzt ein 1-on-1 noch. Der Remain gegen den FK Tommy 88. Vom Dark. Und? Oh, er hat ihn gecampt. Er holt. Er holt. Also, schreibst du mal bitte in die Kommentare, wie wir bis jetzt so kommentieren. Also, so ist unsere Kommentier-Style, würde ich jetzt mal ganz schlag. Was ist schief mit dir? Hä? Was ist schief mit dir? Keine Ahnung. Der George DeVee streamt gerade. Das interessiert mich aber jetzt. Und warum? Das interessiert doch nur meinen Arschloch, Alter. Hör jetzt auf. Ich versuche hier gerade was einzustellen. So, ich habe die Minikarte angemacht. So. Es steht 2-0 für den Sunrise Clan. Einer ist noch am Leben. Destroy. Und zum ersten Mal hat Dark Soldier einen Punkt gemacht. Also, er hat ihn gewallbankt. Oder sie? Ganz chibisig. So, es steht 2-1 für den Sunrise Clan. So, jetzt gehen wir zu Motion. M-O-T-I-O-N. So. Motion. Motion, genau. Du sagst es. So. Also mir ist aufgefallen, die meisten spielen hier mit der M8A1, wenn ich mich nicht täusche. Warte, ich switze mal rüber. Phoenix spielt mit der M8A1, Destroy spielt mit der SKH, Remain ist tot, Smoke spielt mit der Typ 25 und Vaser spielt auch mit der M8A1. Motion, was macht denn der da? Da war keiner. Er ist dumm wie Brot. Jetzt hört man. Also ein bisschen professionell muss man dann schon noch sein. Oder? Steve. Hm? Alter, du hörst doch gar nicht doch, zu, Mann. Ich weiß, man muss... Ein bisschen professionell sein. Holst du dir gerade einen runter oder was? Digga, wo weißt du das? Das ist so nötig. Na? Wo weißt du das? Ja, holst du immer einen runter. Ja und? Ich hab nur das Rache-Video. Am Ende. Ich hab das andere auch immer noch. Nein, Spaß. Digga, jetzt. So, Phoenix hat sich gerade umgeschaut, wie die Welt so hier ist. Ob die Luft auch gut ist? Ob der Wind da ist. Hier eine schöne Granate. Was macht denn der da? Will er die Bombe abschießen? Abknallen, abballern. Gehen wir mal zu Destroy. Oh. Er ist leider. Dann gehen wir mal zu unserem Favoriten Vaser. Mit der M8A1. Motion hat einen. Oh, er ist auch tot. Was ist los, Jungs? Was ist los? Dann gehen wir mal zu Smoke.
Also nicht wundern, warum die hier über, warum die nicht zum Gegner-Spawn rüberlaufen. Weil die müssen ja die Bombe verteidigen. Und da ist es sinnvoll, drei Mann an A und drei Mann an B hinzustellen. Und ja. Remain, was macht Remain? Ah, er legt sich dahin. Motion legt sich auch dahin. Phoenix, ich möchte eine Blendgranate. Skillzone ist der einzige, der bei uns da ist. Er messert gerade. Bei ihm leckt. Digga, dein Headset. Dein Headset! Was damit? Machst du immer die. Immer noch? Nein, du musst reden! Okay, Leute, ich bin dabei, mir einen runterzuschrubbeln, ja? Ich bin Deutschlands bester Rapper. Und. Ja, wir können ja auch mal. Hier so. Soll ich das W in 2-3 Parts hochladen? Jo, mach mal, Digga. Mach mal, Digga. Die Schwelle ist natürlich tot von der Granate. Remain hat einen gekillt. Ganz easy peasy. Vaser geht wieder zur B-Flagge. Hellglitch da. Schau dir die Fenster rein. Wie sich gehört. Oh, ich höre da Schüsse. Wer hat gerade geschossen? Remain. Schauen wir mal die Karte an. Die grünen sind Sunrise und die roten sind Dark Soldier. Mhm. Ah, okay. Der campt da und der campt da. Alles klar. Campen die macht da? Ja. So, jetzt läuft er mit der Bombe darüber. Und jetzt. Ah, und er hat ihn geholt. Und er will ihn wallbangen. Er will ihn wallbangen. Mhm. Jetzt geht er in seinen Spawn wieder. Der hier. Mit der A194. Mit der Ghost-Tarnung. So, wer ist hier in der Mitte? Da. Und er hat ihn gesehen. Und er ist angefragt. Ah, und jetzt läuft er. Und. Oh, Motion. 5:1. Für den Sunrise Clan. Ich würde mal sagen, Nuller Brezi. Ganz gediegen. Der liebe Jesus Christ ist über der Ampan Santa Lacca. Alta Salantolan. Alastaran Antena. Halt's Maul. Oh! Der hat den Smoke weggeballert. So, wo gehen wir denn hin? Achso, ganz rechts ist es spannend. Gehen wir mal dahin. Gehen wir mal zum Remain. Okay, also, doch nicht. Also ganz ehrlich. Zum Vaser. Vaser. Also ganz ehrlich. Ja. Ich frage mich, wie lange. Oh, Dark Soldier sind nur noch 5 Leute. Wie lange das noch dauern soll? Sind noch 5 Leute. Digga, dein Headset. Ich weiß. Jetzt besser, ne? Mhm. Was trinkst du?
Energy Drink. Diese, Digga, das V in Vaders Namen steht für Energy. Also, Sifik, ich kann dir mal anreden. Mit dem hier, ich kommentiere gerade mit meinem Headset, mit meinem Triton 720p Plus. Mhm. Und das ist leider jetzt kaputt, aber ich kommentiere noch mit dem, weil ich sonst kein anderes habe. Und ich werde mir demnächst das Blue Yeti vorbestellen. Ja, ihr habt richtig gehört, das Blue Yeti. Damit ihr richtig, richtig bombastischen Audio-Sound habt. Also das Blue Yeti ist richtig geil, habe ich gehört. Hole ich mir natürlich mit Popschutz. Dann hole ich mir noch so ein 64-Euro-Headset. Das, wo ich dann gleichzeitig auch für die PS4 verwenden kann. Aber leider habe ich noch keine PS4. Die werde ich mir erst so im März, April kaufen, so rum. Weil ich brauche die jetzt nicht gleich. Weil ich habe eine PS3, damit bin ich zufrieden. Und ja. Wenn ihr PS4 Gameplay sehen wollt, dann schaut einfach mal bei meinem Bruder vorbei. Link ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ganz genau. Ja, der zockt ab und zu. Der bringt ab und zu mal Battlefield 4 Gameplays. Wir kommentieren auch bald ein 20-minütiges, also ein 56, ein 52-16, meine Freunde, highest score EU. Okay. Ist echt so. Digga, ich hab fast kein höheres gesehen in der Spielzeit. Mit mir natürlich. Ja, Digga, das ist es ja, aber auch mit David. Kevin, meine ich, Kevin. Digga, das ist das höchste, das ist ein Highscore-Gameplay, also World. Digga, wie nennt man das? Wie nennt Apparat das immer? Keine Ahnung. Irgendwie Rekord oder so. Welt, irgendwie Highest, irgendwas. Auf jeden Fall ist das Weltrekord. In der Zeit, also es sind 20. Ich glaube, World Fastest. Genau. Rekord World Fastest so. 50 Plus Gameplay Battlefield 4. Also könnt ihr euch schon geben, die Kante. So, switchen wir mal rüber zu Motion. Digga, ich guck grad aus meinem Balkon, Alter. Voll die Skyline, Digga. Wie die Bronx, Digga. Und ja, ich werde mir auf jeden Fall das Blue Yeti gönnen. Kaufen. Ja, Remotion hat hier gerade einen Headshot geballert. Ballert, Brudi, ballert. Ballert, 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 ballert. Und die zweite Runde ist gewonnen vom CW. Also steht 2-0 für Sunrise. Im Groben, also im Ganzen. Ich gönne mir hier gerade so Milka-Schokolade. Läuft bei mir. Digga, ich gönne mir gerade Like a Boss Shampoo. Nuke. Nico. Nico! Ja. Also, der Sunrise Leader hat mir gerade geschrieben, die machen kurz eine Pinkelpause. Also, wir sehen uns gleich. Ich beende jetzt hier die Aufnahme. Ich werde wahrscheinlich das CW in zwei Teilen hochladen. Und ja, wir sehen uns gleich. Haut rein. Digga, ich gönn mir gerade Shampoo. Sag tschüss. Tschüssi. Bis gleich. Bis gleich. Ja, gell? Okay, das kann ich.